Giovanni Elber ist zurück in München. Allerdings nicht in seiner Rolle als Fußballstar. Giovanni stürmt nun die Münchner Gastronomie-Szene. Seine Allianz Arena ist ein Zelt und heißt Do Brasil. Eine Dinnershow auf Brasilianisch. Klar, dass der Ex-Stürmerstar dafür gerne seinen Namen hergab. Das ist halt Giovanni Elber. Ich habe Gott sei Dank auch verhobte Freunde. Der hat mich angesprochen vor eineinhalb Jahren, hat mir gefragt, oh Giovanni, kannst du dir vorstellen, eine Dinnershow in München zu machen? Also zuerst war es nein. Ich habe gesagt, nein, ich kann mir nicht vorstellen. Also ich bin für jeden Spaß bereit, aber das ist ein bisschen zu weit. Und dann zwei Wochen später ruft er nochmal an und sagt, oh, ich habe den Dieter Müller aus Koch. Was denkst du? Und der Edson Cordero als Sänger. Ich sage, ja, das Ding ist doch professionell. Und dann habe ich zugestimmt, habe gesagt, okay, aber... Und dann muss man auch nach Brasilien kommen, muss die Künstler in Brasilien anschauen. Und so ist es auch passiert. Stilecht mit heißen Rhythmen und Kostümen, mit witzigen Einlagen, beeindruckender Akrobatik und dazu ein exquisites Vier-Gänge-Menü von Drei-Sterne-Koch Dieter Müller. Premierengäste erlebten eine rauschende brasilianische Nacht. Hausmeister Krause alias Tom Gerhardt kam gleich mit der richtigen Begleitung. Ja, natürlich. Nadja, die ja ihresgleichen auch Tänzerin ist. Also sie versteht auch was davon. Die kann also heute wirklich sagen, ob das richtig klasse war. Ich habe da natürlich nicht so die Ahnung. Aber ich kann noch unterscheiden, ob die Mädels nur mit dem Popo wackeln oder ob sie richtig was drauf haben. Das weiß ich inzwischen schon. Also ich glaube, Giovanna Elber ist einfach ein Multitalent. Und für ihn geht es gar nicht, einen Absprung zu schaffen oder etwas anderes zu beginnen, sondern er ist einer, der wahnsinnig viele Talente hat, die er auf verschiedenen Ebenen auslegt. Und wenn ein Ex-Fußballstar einlädt, kommen natürlich auch Ex-Skistars. Gold-Rosi Mittermeier kann allerdings besser Skifahren als Samba tanzen. Ich würde gerne besser Salsa tanzen können oder lernen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein bisschen Skifahren oder ein bisschen Temperament braucht man zum Skifahren auch. Aber fragst doch einmal Giovanni Elber wegen einem Tanzkurs. Ja, also da braucht man aber dann immer einen guten Partner dazu, natürlich, nicht? Da muss ich meinen Mann überreden. Die schillernde Gloria Gray, die als Moderatorin der Show die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigt. Wir haben sehr, sehr viel geprobt. Wie hat Karl Valentin schon gesagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, ja? Das Publikum sieht das Resultat, kommt vielleicht und sagt dann, oh, mir zieht's aber oder ich sitze nicht so bequem. Aber was die Künstler an Arbeit, an Zeit investiert haben, das ist eigentlich unbezahlbar. Und ja, meine Vorbereitung war, dass ich eine Woche schon fast am Stück hier drinnen war und mich natürlich auch eingelesen habe und die Texte, die ich bekommen habe, gelernt habe. Rundherum war es ein schöner Auftakt für Do Brasil. Am Ende hielt es keinen mehr auf seinem Platz. Do Brasil, die Dinnershow von Giovanni Elber, ist bis Februar in München jeden Tag außer Montags zu sehen. Alles hat. Also, es war wunderschön, beeindruckend. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, Sie.